Hallo Freunde von Schlachten am Montag. Kennt ihr das, wenn ihr nach einem spontanen Grillabend am Montagabend ein paar Bierchen nach Hause kommt und euch denkt, ihr könnt euch noch den Abend versüßen mit ein, zwei Schlachten im World of Warships und ihr dann auf einem Schlachtbund trefft, der nach ein paar Event-Schlachten natürlich super gut drauf ist und ihr beschließt ganz genüsslich noch ein paar Touren zu drehen. Was mit einem entspannenden ersten Gefecht begann, endete schlussendlich in einer Wüstenbeschimpfung und hau drauf Kamikaze-Taktiken mit noch wüsteren Beschimpfungen. Deswegen warne ich jetzt schon mal alle Leute vor, die sich das jetzt vielleicht ansehen wollen. Es wird nicht besser von Gefecht zu Gefecht. Beleidigungsmäßig und leistungsmäßig. Deswegen, das ist ein ganz normaler Montagabend in World of Warships, wie er jeden Tag vorkommen kann, aber natürlich nur vereinzelt vorkommt. Aber auch das wollte ich euch zwischen den ganzen 300.000 Schadensmatches oder I'm the best player in the world Matches auf YouTube nicht verheimlichen. Ein ganz normaler Abend. Viel Spaß damit. Easy cheesy. Ich deck auf und du versuchst zu snipen mit einem Molotow-Kreuzerchen da von Medium-Max-Range. Ansonsten bist du sowieso geliefert mit dem Weichteil da. Was? Ja, es ist. Molotow ist für nichts gut, wenn man weiß, wie man sie bekämpft. Je näher man ranfährt, desto schlechter wird sie. Ah, was? Doch, doch, das weißt du doch. Was? Volle Brawler. Ja. Jetzt haben wir hier hinten eine Königsberger. Was macht eigentlich unser Team immer? Ich verstehe das nicht. Wir fahren los und wir sind 50 Kilometer weit weg immer vom Team. Die dümpeln da rum und machen was weiß ich was für eine Scheiße. Gammel machen die. Geht das? Also das Spiel fängt an, man fährt los. Fertig, Punkt. Ja, vielleicht sehen die, oh, wo fahren die denn hin? Oh, die fahren alle nach links. Ah, dann mal half Geschwindigkeit und dann sehen wir weiter. Ich habe mal kurz hierher getorbt rechts und warte hier, bis ein bisschen... Der ist hinter der Insel. Ja, ja, aber ich warte, bis ein bisschen Flotte angekommen ist, um mir zu helfen. Ich fahre jetzt rum um die Insel und dann gebe ich ihn raus. Ja, du wirst sie nicht sehen, also bis auf oder 5. Das ist eine Fahrergut, die geht auf. Jetzt gesmoked. Hier ist ein Smoke drin. Wenn das auf einen Smoke getroppt, wäre besser gewesen. Ja, wäre. Hätte Kette. Hätte Fahrerkette. Aber mit der Fahrergut hast du ja nicht so lange Reload. Nee, ich habe noch 30 Sekunden. Ich fahre jetzt mit 1,5 fahre ich da rum und dann bumps ich ihn raus, den Mistkerl aus der Smoke. Das kann ja nur eine Niklas oder eine Fahrergut sein. Jetzt bin ich auf. Da ist sie. Da ist er. Bam, 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 bam. Da gibt's da nur. Bam. Bam. Ab die Bus mit dem. Los. Ja, ja, easy. Keine Salve, dann ist Geschichte. Komm schon, meins. Ja, meins. Das war mal geil. So muss das laufen. Da hinten kommen jetzt gleich die Haguro wieder um die Ecke. Ich habe leider nur 6,5 Kilometer. Ich kann dich smoken, wenn du Bock hast. Nee, alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Heute haben wir ein bisschen die Rollen getauscht. Ich habe mir das erfahren. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Du hast vor 3 Minuten zu mir gesagt, Alter, du musst so und so spielen. So muss das. Nein, jemand hat sie mir geklaut. Boah, du Mistkerl. Schießt doch auf was anderes. Ja, Mann, Fotografer, verpiss dich doch endlich mal meine Fresse, Alter. Wie kann man so behindert sein? Fahr ich hier rein, ist mir scheißegal. Aua. Das ist doch eine Pepsi, oder? Nein, ja doch, meine ich doch. Ich sitze auf, jetzt mit dem Wursch. So, jetzt schiebe ich dich vor mich hin, dass mein Schild ist. Kackegal. Muss noch fett in den Chat schreiben, learn to play. Ja, die Fahrergut macht Spaß. Ich würde sagen, geiler Kreuzer, geiler Zerstörer. Was? Irgendwas schießt auf mich? Boah, Alter, der geht mir so auf die Eier, ey, mit seiner scheiß Pepsi, ey. Der pisst sich bloß. Voll Pfosten, ey, so ein Trottel.
35 Treffer, ein Feuer. Gut, das sind nicht 10%, da müsste ich 3,5 haben. Wieder Sölle. Wow, echt jetzt? Ja gut, 180er, was willst du? War natürlich eine kleine Zitadelle. Ja, natürlich. Was willst du 10.000 Schaden machen mit deinem blöden Molotow-Kreuzerlein? Da ist alles tot oder was? Das fährt alles von uns weg. Da habe ich ein leichtes Spiel auf B. Siehst du, erstes Match mit mir, geiler Win. Einmal mit Profis spielen, sage ich dann auch. Ja. Noch bin ich nicht überzeugt. Oder geiles Match. Erstes Match Win. Wir zwei unter den besten drei. 5 Schiffe erledigt. Wir haben genau das halbe gegnerische Team erledigt, wir zwei. Yamatos, ja, schönes Matchmaking, ja. Ich fühle mich wohl. Khabarovsk. Wenige Zerstörer sind da. 3 und 2, das ist okay, das ist angenehm. Ich fahr's mal mit einem Viertel los, ich gucke, was das Team macht. Das ist eine gute Idee. Durchaus mal anzeigen, dass man bereit ist für einen Kampf, aber noch nicht genau weiß, wohin man fährt. Oh, die Benson ist engagiert, die hat die teure Tarnung drauf, die für 22.000. Sieht zwar scheiße aus, aber ambitionierte Ideen wahrscheinlich. Die Armada hat gar keine Tarnung drauf, aber zumindest Flaggen. Und da ist eine Tirpitz. Okay, die Armada fährt nach links, dann fahre ich auch nach links. Ich sage jetzt einfach mal, ich als Kreuzer muss unbedingt die Schlachtschiffe schützen. Deshalb fahre ich nach links. Und deshalb scheiße ich auf alles andere. Was sagst du dazu, Schal? Ja, hört sich vernünftig an. Die Tirpitz ist übrigens AFK momentan. Pass auf die Tirpitz. Genau, die Tirpitz. Was habe ich gesagt? Ich kann das nicht bestätigen, aber ich snipe die jetzt raus. Achtung. Jetzt hat sie noch 20.000. Jetzt hat sie noch 19.200. Ich habe sie einmal getroffen. Aber immerhin. Oh, die Yamato hat den Motor rausgemacht. Das heißt, die gammelt jetzt für den Rest des Matches hier hinten rum. Ja, wenn ich 28 Kilometer Reichweite hätte, würde ich es trotzdem nicht machen. Aber es gibt genug Leute, die das gerne tun. Hey, die Montana findet auch den zweiten Gang nicht. Die gammelt auch hier hinten rum. Ah, verlorenes Match. Nice, schöne Zitadelle. Njam, 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 habe ich gefressen. Hat mir geschmeckt. Scheiße, Zumo, Verrecker. Wie sie so schnell zurückfahren kann. Ja, das ist sicher geskillt, wenn man so weit, wenn man quasi sein ganzes Schlachtschiff da sein, nur zurückfährt. Yamato auf 15. Entwickelt man wahrscheinlich einen Skill dafür. Land in Sicht, du hast Amerika entdeckt, Schatten. Wir sterben. Das wird passieren. Wenn Yamato dich entdeckt, ja. Wie entdeckt? Ich leuchte wie ein Weihnachtsbaum. Ja, da kommt schon was. Hast du sie zum Brennen gebracht? Ah, die Tops treffen leider nicht. Ah, warte. Ja, wir können sie immer noch gewinnen. So, 1-1. Let's go. Jetzt spielen wir Schlacht. Nein, lass uns mal was machen, was wir sonst nie machen. Lass uns hinten campen. Ach nein, das ist doch lame. Wir fahren jetzt hin, dann machen wir uns einen Kaffee und in 5 Minuten kommen wir wieder oder so. So, hallo. Für mich. Zetro Hansen. Also, wir brawlen durch C, schätze ich mal. Richtig. Dachte ich mir doch. Na gut, warum nicht? Du hast mich überredet. Nur heute. Was ist das für ein Vogel gewesen? Mystically. New Orleans. Aha.
Wo fährt der Affe gerade? Dem werde ich mal meine Breitseite zeigen. Mit Breitseite meine ich nicht meine schöne breite Seite, sondern eine Breitseite meiner Waffen. Da vorne dümpelt er. Ach, melden, viel breiten Chat, fertig. Hör ich, ich werde getroffen von einer, keine Ahnung was, dann sofort. Ja, so ist das. Sofort auf einem an japanischen Stellen. An drei Stellen, ich wohl gemerkt. Ja, dann lohnt sich zumindest das Reparieren, oder nicht? Was ist das, was da so rutscht, Alter? Bosch, oder was? Da, die Drecksbenzen. Kann die mal jemand rausnehmen? Muss man da echt draufklicken, damit jemand checkt, dass da eine verfickte Scheißbenzen ist? Anscheinend. Anscheinend, ja. Anscheinend muss man das. Anscheinend besitzen die Menschen keinen Hausverstand mehr. Oh, da ist ein Zerstörer auf 10. Der fährt zu unserem Cap. Der fährt ja zwischen den Inseln durch und spottet die ganze Zeit unsere Schiffe, damit die anderen snipen können. Was soll ich denn da machen? Hauptsache unsere Zerstörer hocken da rum, hinten und tun gar nichts. Ja, jetzt also, brenne ich schon besser. Wieder. Vielen Dank für gar nichts. Doch viel besser, wenn unsere Leute gar nichts machen. Aber große Schnauze haben, weißt du? Ja, Mystical da, der Fotzenknecht, gammelt hier rum. Was geht denn mit dem? Sofort reporten als Camping fucking Cruiser. Eieiei. So, wenn ich das sehe, bin ich schon wieder alleine hier, oder was? Nee, ich bin direkt hinter dir. Ja, ich weiß, aber ich meine, das ist das Team. Was mit dem? Nee, fahr weiter, komm schon. Achso, wie viele Zerstörer sind da drin im Nebel? Bei. Zwei. Da vergeht einem fast der Spaß. Mahan und eine Mozuki, glaube ich. Wie wär's, wenn sich mal diesen Fickfotzen New Orleans bewegen würde und ihr scheiß Radar machen würde? Ich würde jetzt hier ein bisschen abbremsen. Hier ist auf ein Viertel. Das ist von Norca und Köpitz auf 10, aber. Ich will das nicht alleine rausfahren. User joined your channel. Hoi. Hallo, ja, da kommt schon das nächste Opfer. Hallo, Benny. Da, siehst du? Da kommt die verschissene Mutsuki. Oh, ich hab dir eine verpasst. Aber ich habe auch der Mutsuki eine verpasst. Ja, nice. Ja, Tops kommt trotzdem. Reudi hat's geleistet. Tops kommt trotzdem. Rein. Da, der eine geile Futzenknecht hat geschrieben, oh, maybe it's not good pushing against 2DDs, but you are smart BBs. Da, but then you are the smart BBs, not me. Und dann schreibe ich, ja, maybe jemand kann endlich sein verschissenes Radar benutzen oder einfach fickter LED-Kamera spotten gehen. Ah, lächerlich, die Futzenknechte hier. Heute sind sie auf dem falschen Fuß erwischt. So, Hipper, Vorsicht, Hipper hat noch nicht getroffen. Vorsicht. Heute wird geflucht. Hast du das kontrolliert? Wegen den Rohren hast du gesehen. Da kommt er, da ist die Hipper, hart rechts rein, du. Ja. Boah, die lebt noch. Ah, das ist raus wahrscheinlich. Ich bin raus. Aber Mai, was willst du? Ich will nicht länger Lebenszeit verschwenden in so einem scheiß Match. Wenn ich es vermeiden kann. Ja, ist wohl wahr. Schau dir die Futzenknechte an. Keiner hat es über die E-Linie geschafft. Alle sind vorher umgedreht. Das ist ja lächerlich. Wenn ich so spiele, dann baue ich den Motor aus und baue noch zwei Geschütztürme drauf. Machen wir den gleichen Scheiß nur in grün diesmal. Ja, ich bremse es diesmal nicht ins Spiel. Ich bremse nicht. Ich bin jetzt auch voll und ich bleibe auch voll. Ist mir scheißegal, was passiert. Das ist eine Ansage. Also nicht bremsen. Ich bin offen, so eine verfickte Hurenscheiße. Das ist Schalke, wenn er nicht raged. Ja, die Pepsi habe ich auch gemacht. Die Pepsi auf 17? Die ist sogar schon auf 15 bei mir. Diese freche, kleine... Ja, du schießt mit AP. Mit AP kann sich mein Popo wischen. Man trifft nicht mal. Gott sei Dank. Der hat dich beschossen. Durdalon hat dich beschossen. Speedy. Ja, nee. Norka hat auf mich geschossen sogar. Blind, aber. Ich glaube, der hat auf die Amagi geschossen. Das ist voll geil. Wir sind 5 Schlachtschiffe im Team und 4 von den verfickten 5 Schlachtschiffen spawnen auf der linken Seite. Was ist denn das für eine verfickte Aufteilung? Wieder offen. Warum? Ja, weil eine Mehen drin ist auf B.
Ich sehe schon warum. Ich schieß mal drauf. Scheißegal. Ja. Ah, ich sehe das schon. Unser Team ist ambitioniert wie immer. Ist auf der E-Linie. Sobald der erste Kreuzer, der alleine ohne Deckung von Schlachtschiffen nach vorne fährt, aufs Maul kriegt, wirst du sehen, wie schnell der wieder umdreht. Und dann kommt er nicht mehr nach vorne, bis die Zeit abgelaufen ist. So kann mir einer sagen, warum ich immer noch offen bin? Ja, weil er immer noch die scheiß Mayhem steht. Ja, aber die steht im Smoke. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Ich bin auch offen, ist wohl. Ansonsten kann auch die Mutsuki hier rumgammeln. Vor der Mayhem. Wenn sie schlau wäre, aber Teamplay gibt es ja eigentlich nicht in diesem Spiel, von daher muss es nichts bedeuten. Oh, vergesst es, ich habe der Kiew gerade 7000 gezogen. Da ist nicht mehr viel Kiew über. Ah, die Mayhem kommt da hoch, ihr habt Freifahrt. Ne, die andere ist vorne rübergefahren. Ne, es gibt eine Mayhem, eine Kiew und eine Mutsuki. Die Mutsuki fährt gerade wieder rüber zu ihren Spawn und die Mayhem ist hier bei uns. Seite. Es gibt keinen DD, der euch jetzt in die Quere kommen kann, außer der Kiew. Und die ist noch meilenweit entfernt. Kein Scheiß, ich lüge euch nicht an. Trust me. Nope. Soll das heißen, du vertraust mir nicht? Soll ich dir an deinen fetten, ungeschützten Arsch schießen? Ja. Yep. Na, dafür ist mir die Munition zu schade. Weiße Kiew. Außer auf Schlachtschiffe habe ich noch keinen großen Schaden gemacht. Alter, diese behinderte, scheiß verfickte Hurenknie, dann geht mir so auf die Eier. Kann jemand raus denn? Nein, warum denn? Ja, siehst du doch, ist ja passiert. Kiew gibt mir auch auf die Nüsse. Warum schießt ihr auf mich? Warum schießt ihr nicht auf Yamagi, Chabayev oder was ist das für eine Scheiße da drunter? Ja, weil du 25.000 XP hast, deswegen. Nice, schöne Zitadelle. Wäre natürlich geil, wenn wir 10 noch cappen könnten. Ja, wir sind gleich auf, momentan. War es. Wie schön. Huha. Ich habe nicht viel Schaden gemacht. Ja, auch nicht. Aber über Durchschnitt ist immer drin, wenn nicht viel ist meistens. Boah, nur 83.000 plus, wie soll ich denn da Kohle verdienen, Leute? Wie soll denn das funktionieren? Könnt ihr mir das verraten? Wir werden da ziemlich solo sein. Mal schauen, ob wir was reißen können zu dritt. Es ist zwar nur semi-intelligent, da rüber zu fahren mit 3 Schlachtschiffen ohne Support, aber... Aber wir machen das Beste draus. Man könnte ja frech sein und sagen, hallo, erstens sind wir die Klasse, die am meisten aushält und sind am langsamsten von allen in der gesamten Flotte. Das heißt, wir geben an, wohin wir fahren. Genau. Ich hab das tun, ey. Offen. Jetzt bin ich gespannt, was gemacht wird. Ja, wir können B fahren. Nein. Jetzt erst recht. Nein, nein, da vorne kommt die gesamte Flotte. Ist scheißegal. Nee, wir sind ja nicht dumm, komm schon. Fahr B. Warum? Weil vorne die gesamte Flotte kommt. Lass sie uns rausnehmen und nicht direkt in die gesamte Flotte reinfahren. Ja, ich nehme sie raus. Trotzdem muss ich erstmal in Reichweite kommen. Wenn ich nach B fahre, bin ich nicht in Reichweite. Doch, da hast du Feuerunterstützung von allen. Ich scheiß auf die Feuerunterstützung von diesem Wichser. Fahr weg, fahr nach B. Ich mach das schon. Wahnsinn. Und ich brenne, ach du miese Schor.
Aki, warum willst du mal da reinfahren? Ihr müsst nichts tun. Ihr müsst gar nichts machen, was ich mache. Ich bin doch nicht der Vorarbeiter. Was ist denn los mit euch? Nein, nur ja, aber wir werden doch zusammenspielen, wenn wir zusammen fahren, weil, oder? Weil du da so reinfährst, so von 5 bis 6. Nochmal. Guck mal, wie sie laufen. Außer ist hier noch dieser fucking Zerstörer. Oh. Im Front nicht. Ich kann jetzt nicht abdrehen. Wenn ich abdrehe, bin ich Torpedo fahren. Wenn die Mexiko die mit Hai auf mich schließt, echt jetzt? Ja, gut, ich bin raus. Aber ich hab 63.000. Was kommt noch rum? 72.000 Damage. Ja, ich bin bei weitem nicht so weit. Ich muss hier einen Zerstörer jagen mit dem Schlachtschiff, Alter. Please report mistaken for spam. Bin ich auch nicht mehr gesund aus? Dingt. Aber das beste Rebellion gehen mit Stolz unter. Na, Speedy, zeigst zu viel Breitzeit, der muss hart links einsehen. Geh nichts für mich. Ja, wir müssen die rausnehmen. Wir müssen das Match gewinnen, ganz einfach. Wir haben zwar alle Caps, aber dann eigentlich müssen wir nicht weiter vorrücken. Das ist es. Dann gewinnen wir das Match noch. Hoppalapap. Doch, natürlich. Die sind schon so weit hinten, wir dürfen nur nicht weiter vorrücken. Wir haben alle drei Caps, dann haben wir gewonnen. Hoppalapap. Halt dich endlich dran, ich will das scheiß Match gewinnen. Damit Mistaken oder wer auch immer dieser Idiot war, der gesagt hat, oh ja, Schlachtschiffe, ihr müsst zu uns fahren, weil wir fahren 36 Knoten oder 30 Knoten, ihr fahrt 21, da könnt ihr uns ja hinterherfahren. Dass der checkt, dass man so die Schlacht gewinnt, wenn man die scheiß Feinde vom Cap vertreibt. Wird gleich platzen. Aber nicht so schlimm. Ja, weil du weiter nach vorne bleibst. Natürlich. Sinnlos. Das ist ein sinnloser Tod. Ach, weißt du was? Fart. Sicher ist das ein sinnloser Tod. Nicht so sinnlos. Doch. Alles ein Sinn. Ja, dass du jetzt tot bist, wie es aussieht. Das war der Sinn. Die war da zurückgedrängt. Die waren schon hin. Wo ist eigentlich diese Muschi-Buschi, die rumgekostet hat? War das? Mistaken. Da in der Garten. 10 Minuten um und noch volle HP. Nice. Da hinten wird gecapped. Zeig an voll das gute Schlachtschiff-Gameplay, Alter. Natürlich hat er das. Er fährt ja auch bei C leck mich am Arsch hinten und Six Killer auch. Camping Pussy. Ja, sie müssen ja eigentlich nichts machen. Sie müssen nur die verschissenen Spawns oder Caps halten, die wir erobert haben. Das ist doch alles, was sie müssen. Die müssen sonst nicht viel machen. Auch. Nice, der North from Warheim. Der muss ich loben. Der spielt gut. Damn it. Damn it.
Voll schlimm mit dir heute. Weißt du... Damn it is American. Damn it. Ist er jetzt tot? Oh mein Gott, er ist da hinten gestorben. Oh mein Gott! Das ist lustig. Ach du Scheiße. Das mir gefallen. Nein, Tageslimit erreicht. Oh, Six Killer ist drittletzter. Wen wundert das? Verdammter Idiot. Well played, well played. Six Killer, wow. Der hat's gerissen, da hat er ihn gerissen. Das ist so ein Typ, der wird einen wahrscheinlich dann anschreiben. Den Namen raussuchen und so anschreiben. Da würde ich mich drauf freuen. So, lala. Also ich finde, das hat Spaß gemacht. Ja, war doch ein erfolgreicher Abschluss. So, jetzt da Sharky endlich weg ist, der nur eine Taktik kennt, nämlich nach vorne preschen und sterben, können wir zwar jetzt die Special Tactics schreiten. Also. Er ist so neidisch. Hast du Six Killer doch gehört im letzten Match? Fucking Noob. Useless Platoon. Campen, das ist die neue Meta. Ja, könnt ihr gerne machen. Ohne mich. Nee, du bleibst hinter mir, Speedy. Ich hoffe, die Fahrergut fährt nach vorne und takt A. Du bleibst hinter mir, du gehst ja erst auf 10,5. Also, ich dachte, die Ball jetzt da vorne rein, schmeiß Torpedos und geh dann AFK. Das ist natürlich auch eine Idee. Das ist auch geil. Komm, lass machen. Nee, du bleibst hinter mir und du gehst erst spät auf. Dann sehen alle mich und feuern alle auf mich. Und dann... Wenn du tot bist, dann kann ich... Nein, nicht wenn ich tot bin. So. Dann schießen die auf mich und denken, haha, den Affen, der alleine vorfährt, den nehme ich raus. Und dann ballerst du sie raus. Eine gezielte Salbe, BOOM! Nächste gezielte Salbe, BOOM! So machen wir das. Okay, abgemacht. Ja, ist klar. Ausgezeichnet. Aber es sind nur 3 Kreuzer, also die erste Salve muss sitzen, ich sag's dir. Ja. Kein Scheiß jetzt. Außer das gesamte gegnerische Team kommt A, dann fahren wir sofort rein, links in die Insel. Nur, dass du weißt. Sorry, had to turn. What the fuck? Ich schreibe Indie, Radar, if you are near enough. Behind is no DD. Und er schreibt, sorry, had to turn. What the fuck? Was geht denn mit dem Typen? Ja, dann brauche ich auch nicht. Ja gut, das Ding können wir wahrscheinlich wegbrauen. Schaffen wir das? Speedy, schaffen wir das? Den wegbrauen. Ja, alles, was da ist. Ja, sicher. Da ist die Hatsuharu. Ja, ja. Ich mach sie auf. Ich spotte die. Ist nicht meine Aufgabe, aber mach trotzdem. Wow, volle Breitseite gegeben. Und die hat nichts geschissen gekriegt, bravo. Oh, scheiße. Die kommt wieder rum, das Arschloch. Na, wie wird das wohl geendet haben mit dieser Hatsuharu hinter der Insel und mir ganz vorne in Front? Schreibt es in die Kommentare. Natürlich waren nicht alle Matches so schlecht, aber am Ende habe ich gesehen, es ist lustiger und interessanter, wenn es nur Rage-Momente sind.
Jedes Spiel hat seine Kehrseite und es gibt nicht nur gute Gefechte, aber nicht verzagen, es kommen immer wieder gute Tage. Ich hoffe, euch haben diese Einblicke in World of Warships ebenso gefallen wie die geilen Matches, wie die lustigen Matches, wie die guten Replays von ambitionierten Spielern mit guten Werten. Wenn dem so ist, zeigt mir der Daumen nach oben, ob es euch gefallen hat, der Daumen nach unten, wenn nichts. Also zögert nicht, ihn zu benutzen. Ciao!